wirklich jedes Wort im Englischen. Und ja, da will ich euch das mein, da will ich euch das nicht antun. Mein gebrochenes Englisch hier. Mit den Übersetzungen und so weiter, deswegen suche ich nach deutschen Adventure Maps. Aber ich finde zurzeit keine. Wenn ihr gute deutsche Minecraft Adventure Maps kennt, dann schreibt's doch mal unten in die Kommentare rein. Am besten mit Link, damit ich da sofort drauf zugreifen kann. Vielleicht werde ich ja die dann irgendwann Let's Playen. Oder wenn ihr sogar selber eine Adventure Map gespielt, gebaut habt, nicht gespielt, dann schreibt es doch auch einfach mal unten in die Kommentare und einen Link dazu. Dann werde ich mir die mal anschauen und wenn ich sie für gut befinde, dann werde ich sie spielen. Werde ich sie hier aufnehmen und es wird alles auf meinem Kanal veröffentlicht. Aber natürlich nur, wenn ihr das wollt. Ich werde euch dann auch noch fragen, ob ihr das wollt. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann werde ich das einfach aufnehmen. So, ja, das war's jetzt dann erstmal zu den Minecraft Adventure Maps. Hier ist kein Zuckerrohr. Ich bin so doof. Ich hab doch zu Hause selber noch Zuckerrohr. Warum gehe ich jetzt dann hier auf die Reise? Ich schaue jetzt noch nach ein bisschen mehr Zuckerrohr. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen was und so durch können wir auch ein bisschen hier die Insel erkunden. Mach mal hier eine kleine Inselerkundung. Was ich vielleicht auch mal installieren könnte, ist Optifine und ein Shader Mod. Das werde ich dann wahrscheinlich bis zur nächsten Folge werde ich das machen. Oh, da ist Zuckerrohr. Werde ich das machen. Aber natürlich nur, wenn ihr das wollt. Aber ich werde es wahrscheinlich so machen. Dann wirkt Minecraft eben auch ein bisschen anders. Und man kann auch ranzoomen. Die Option finde ich ist wirklich die beste. Ich wollte schon immer mal ranzoomen in Minecraft. An Dinge ranzoomen, die weit entfernt sind. So, jetzt erstmal wieder zurück zum Haus. Oder ich... Oh, da ist nochmal Zuckerrohr. Jetzt finde ich's. Da generiert's das Wasser noch nicht richtig. Das Zuckerrohr. Und zum Anbau von Zuckerrohr. Man sollte Zuckerrohr immer auf Sand anbauen, denn da wächst am schnellsten. Ich frag mich nicht, warum das so ist. Das ist einfach so. Kann ich nichts für. Wurde so von den Entwicklern gemacht. Jetzt bin ich wieder hier rausgekommen. Was ich jetzt auch noch zu den Adventure Maps sagen kann. Ich bin zurzeit selber am Bauen von einer Adventure Map. Und zwar baue ich diese Adventure Map für den deutschen Let's Player Zombay. Ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen, wenn ihr ihn nicht kennt. Schon gesagt, deutscher Let's Player. Oh, da geht's schon runter. Muss ich mir merken. Ist ein deutscher Let's Player, der mit Gronkh zusammenarbeitet. Er hat zurzeit, lasst mich schätzen. Zurzeit hat er, denke ich, 220.000 bis 240.000 Abonnenten, aber ich weiß es gerade nicht genau. Und er hat schon seit langer, langer Zeit ein Projekt und das heißt Let's Adventure Your Minecraft. Dort spielt er Adventure Maps, die von seinen Zuschauern gemacht worden sind. Oh. Die von seinen Zuschauern gemacht worden sind. Wow, Kohle. Und ja, er hat so schon knapp 130 Adventure Maps aufgenommen. Und ich dachte mir, ich reihe mich da mal in die Riege mit ein und baue einfach mal eine Adventure Map. Da ich auch selber gerne Minecraft Adventure Maps spiele, habe ich mir gedacht, warum nicht einfach auch mal eine bauen? Sollte ja nicht so schwer sein.
Ich kann euch sagen, es ist schon kompliziert, kommt drauf an, was man machen möchte. Ich kenne mich auch nicht so mit den ganzen Redstone-Schaltungen aus. Aber für ein bisschen Grundwissen bei Redstone reicht's schon für meine Adventure Map. Das ist jetzt nichts so Besonderes. Diese Adventure Map wird vier Aufgaben für Zombie heißen. Ich weiß nicht, ob ich die dann auch öffentlich hochstellen werde. Mal sehen, wenn ich das mache, dann werde ich natürlich dann Link reinpacken unter die Minecraft-Videos, falls ihr Lust habt, sie zu spielen. Und ja, ich dachte mir, das ist mal eine gute Idee, ein bisschen Abwechslung in Minecraft mit reinzubringen. Jetzt hier als erstes mal ein bisschen den Kiesweg noch weitern. Mach mal das ganz einfach so. Das hier machen wir einfach zu. Das Loch und das machen wir weg, das machen wir weg, das machen wir weg. Das kommt auch weg. Und hier ein bisschen Ausgang, wenn ich da ein bisschen mehr Platz habe. Ich denke, das sollte reichen. So, haben wir hier einen kleinen Weg, der jetzt nicht so besonders gut aussieht. Vielleicht werde ich den irgendwann wieder abreißen, aber ich lasse das jetzt erstmal so. Machen wir mal hier noch so einen Weg. So. Kann ich jetzt schnurstracks gerade nach gerade oben machen. Hier direkt anpassen. Ich habe hier. Seit wann kann man mit einer Schaufel einen Erdblock bestellen? Das macht keinen Sinn. Und vor allem, warum steht da Hake? Das ist keine Hake, das ist eine Schaufel. Hallo, Schaufel. Also wenn ihr das als Hake seht, dann seid ihr blind. Jetzt nur mal so gesagt. Wo muss ich denn da hoch? Da muss ich hin. So, subdidup. So, sieht aber ganz nach aus, dass der Kies reicht. Jetzt gehen wir hier raus. So. Das da machen wir weg. Da wird ein bisschen abgeflacht, damit es auch ein bisschen nach was aussieht. Machen wir den hier auch weg und bauen hier wieder so einen kleinen Ausgang hin. Damit ich da wieder ein bisschen Platz habe. Ja. So. Jetzt geht's wieder hier runter. Und das Feld sprießt schon. Jo, das passt so. Was ich jetzt auch noch machen könnte, außer jetzt hier noch das Zuckerrohr anbauen, hier unten hier einen kleinen Durchgang machen. Da werde ich dann nämlich einen großen Raum machen mit meinem Netherportal, was ich vorhab zu bauen. Müsste ich mir dann auch eine Diamantspitzhacke machen. Dafür habe ich genügend Diamanten. So, das kann ich jetzt dann auch gleich machen. Wo war denn das Zuckerrohr da? Habe ich überhaupt die Musik an? Nein, Musik habe ich aus. So. Dann gehen wir jetzt wieder hier auf einfach. Holen wir uns die. Da war ja noch die Enderperle, die Diamanten raus. 11 Diamanten. Und die Stöcke.
Ich brauche jetzt erstmal nur eine einzige Diamantenspitzhacke. Die erste Diamantenspitzhacke. Yay. Das ist, glaube ich, sogar überhaupt meine erste Diamantenspitzhacke. Diamantspitzhacke, die ich je in meiner Minecraft-Karriere gecraftet habe. Also eine kleine Premiere. So, nehmen wir einfach mal alle Eimer mit. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Zuckerrohr mache. Soll ich das hier direkt hier dran setzen? Dann machen wir aber hier das weg. Noch eins rein. So, dann. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe 6 Eimer, passt also perfekt. Das machen wir alles hoch. So, die Eimer unten rein. Oh, Sand hätte ich noch mitnehmen sollen. Fällt mir gerade so ein. So, ich kann das alles wieder rüber. Das ziehen wir unten rein. So, mache ich das hier auch noch weg. Damit ich da Platz habe. Plip, 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 Platz. Brauche ich erstmal noch Sand. Sand, 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 Sand ist da. 22 Sand. Wieder raus da und wird hier außenrum Sand eingesetzt. Ich bin klug. Ich mache jetzt noch mal was. Ich mache das nämlich jetzt so. Kann ich noch mal mehr Zuckerrohr anpflanzen? Ey, gib. Ja, es war. Ey.